Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg Zockt. Ach wie schön, das konnte ich schon lange nicht mehr sagen. Es gibt ein neues DLC und zwar das letzte in der Reihe. Ich weiß nicht, was danach passiert mit dem Spiel, aber ein DLC gibt es noch. A Woman's Lot. Und da spielen wir, ja ahnt es wahrscheinlich, Theresa, genau. Dann gibt es aber noch, ich glaube eine Quest oder eine Weiterführung des DLC. Und da spielt man dann wieder den Heinrich, der, ich glaube, wie hieß sie gleich nochmal? Johanka, die gute Frau aus dem Kloster in Sassau, die dort den Verletzten hilft. Gut, ich würde sagen, wir fahren mal fort. Jetzt muss ich einmal mehr gucken, wie wir in dieses DLC reinkommen. Normalerweise war es so, dass man da sozusagen zum Urheber des DLCs hin musste. Ich nehme an, das ist sehr ähnlich. Das wäre dann Theresa. Und wo Theresa ist, das wissen wir ja. Jetzt ist die Frage, wo sind wir? Aha, das Los einer Frau. Theresas Geschichte ist nun spielbar und du kannst die Questreihe starten, indem du mit Theresa sprichst. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Du findest sie, wenn du dem Symbol folgst. Aha, das haben sie schon mal verbessert. Theresa kümmert sich nun in der Rathayer Mühle um einen Hund. Oh, sie hofft, dass du ihn nimmst, da ihr Onkel, der Müller Peschek, ihn als Last empfindet. Begib dich zu Theresa und biete ihr deine Hilfe an. Das Schicksal wird Johanka auf eine harte Probe stellen. Das ist das andere, was ich angesprochen habe. Diese Weiterführung des DLCs, wo man dann eben wieder Heinrich spielt. Also das Schicksal wird Johanka auf eine harte Probe stellen. Um mehr zu erfahren, musst du die Nebenquests Die Seuche und In Gottes Hand abgeschlossen haben. Ganz gleich, ob erfolgreich oder nicht. Die Nebenquest Die Seuche kannst du im Zuge der Hauptquest Fragen und Antworten spielen. Die Nebenquest In Gottes Hand erhältst du von Johanka im Sassauer Kloster. Such nach diesen beiden Nebenquests abermals Johanka auf, indem du das Symbol... Dingens... indem du dem Symbol Dingens folgst. Gut, wir schließen. Okay, wir sind in... Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich muss mal schnell gucken. Ich kenne zwar das Dorf, aber... Ja, wir können ja mal schnell auf der Map gucken, wo wir sind. Das ist vielleicht einfacher. Ah, in Rathay. Wo müssen wir hin? Hier runter. Das ist definitiv nicht allzu weit. Da muss ich aber in die andere Richtung. Jetzt schauen wir an. Jetzt gibt es das Spiel schon seit 10 Jahren und die betteln immer noch, die armen Leute. Gut. Das könnten wir eigentlich mit Pferdchen machen, oder? Wir können mal gucken, haben wir denn irgendwie Hunger oder etwas? Ich muss mich natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen reinfuchsen hier. Wie gesagt, das ist eine Weile her, seit ich das gespielt habe. Dazwischen spiele ich gerade noch A Plague Tale. Von daher, ja, ist ja auch nicht unähnlich. Wobei, so ähnlich sind sich die Spiele dann doch nicht. Sattheit 60, da könnte man eigentlich schon Happen gebrauchen. Dann Happen wir mal. So, aus Topf essen. Nee, nicht ein... Ja, so geht's eben los. So, einfach essen aus dem Topf. Jetzt ist er gut. Wollte gerade sagen, so geht es dann eben los, wenn man eine Weile nicht mehr gespielt hat. Schlafen müssen wir eigentlich nicht. Genau, Pferdchen rufen tut man mit X, das weiß ich noch. Und hier ist unser guter Burak und aufsteigen auch mit X. So, eben wegen der Plague Tale. Grandioses Spiel, muss ich sagen. Und da stand halt ein paar Mal von wegen, dass es im Prinzip ähnlich ist wie Kingdom Come. Das stimmt nicht mal. Es ist nur die gleiche Zeit, das gleiche Setting, das Mittelalter halt. Aber die Spiele, die unterscheiden sich dann doch ein bisschen. Würde ich mal sagen. Gut, aber jetzt sind wir hier wieder bei Kingdom Come. Ah, und es ist immer noch schön. Auch wenn das Wetter gerade ein bisschen Käse ist. So, und jetzt bin ich gespannt, was Theresa uns zu berichten weiß. Ganz klar, irgendwas mit Hund war. Oh, ich sehe doch das Tierchen schon. Können wir da schon was machen? Mal kraulen oder so? Hallo Hund? Hallo? Ich muss mal kurz... So, jetzt. Die Maus-Sensitivität ein bisschen runterdrehen. Nö, da kann ich glaube ich noch nichts machen. Köter. Na, Bursche? Ja. Lust auf eine kleine Wette fürs Rathayer-Turnier? Nein, nein, im Moment nicht. Wir haben zu tun, aber danke fürs Angebot. Ja, das aber, das sieht aber aus, eigentlich so aus, als würde sich... Als würden sich Peschek und der hier relativ gut verstehen. So, wir waschen uns, weil wir gehen auf Damenbesuch. Da erscheint man frisch gewaschen. So, und da ist sie, die gute Theresa. Jetzt mal gucken, was sie meint. Heinrich, ich freue mich, dich zu sehen. Wie hast du es geschafft zu überleben? Das ist genau die Quest. Der Rest, ja, wobei, wo hast du den Hund her, ist auch neu. Ja, ich würde sagen, wir fragen erstmal, wo sie den Hund her hat. Wo hast du den Hund her? Er kommt mir bekannt vor. Erkennst du ihn denn nicht? Köter, der Hund vom Skalitzer Fleischer. Ah, natürlich. Als ich dort war, um meine Eltern zu begraben, bewachte er seine Leiche. Ein treuer Freund. Warum ist er hier? Als wir dich hierher karten, nahmen wir ihn mit. Seitdem treibt er sich hier bei der Mühle herum. Okay, ein verlassenes Hündchen. Ich kann mich sogar noch an den erinnern, stimmt.
Und wie denkt der Müller? Ja, das wissen wir. Oh, aber nicht, dass ich jetzt die Quest nicht mehr anwählen kann. Hört Köter, was für ein sensationeller Name für einen Hund. Köter. ja, wir machen das mal. Und wie denkt der Müller über den Hund? Er mag ihn nicht. Wie das? Wenn er ihn sieht, brüllt er und sagt, dass er nun noch ein Maul zu stopfen hat und ihn häuten wird. Ah je. Aua. Das änderte sich auch nicht, als Köter einen Hasen aus den Wäldern brachte. Gegessen hat er ihn aber natürlich gern. Ich könnte mal mit ihm reden. Das wäre Zeitverschwendung. Okay, ich würde eigentlich gerne jetzt die Quest starten. Hätte ich mal nicht gefragt. Aber mein Gott, wenn da halt was Neues ist mit dem Hund, dann klickt man halt drauf. Man ist ja neugierig. Wollen wir das mal. Wie geht es ihm? Deutlich besser. Ich werfe ihm Fressen zu, wann immer mein Onkel gerade nicht hinsieht. Verhungern wird er nicht. Das ist schon mal beruhigend. Hört Köter auf dich? Auf mich? Nicht besonders. Er hat seinen eigenen Kopf und ich bin nicht streng genug. Ah, verwöhntes Biest. Ach, er kennt einfach nicht viele Kommandos. Aber um ein Stück Fleisch betteln, das kann er gut. Seit wann kümmerst du dich um ihn? Prinzipiell seit wir hier sind. Manchmal läuft er weg, aber er kommt immer zurück. Oft ist er den ganzen Tag fort. Ich glaube, er streunt gerne umher. Schlecht scheint es ihm nicht zu gehen. Ja. Ja. Ich mag ihn, aber er erinnert mich zu sehr an Spitzer, weißt du? Ich will nicht immer an Scarlett denken. Aber vielleicht magst du ihn ja mitnehmen. Ich? Ihr würdet euch sicher gut verstehen. Naja. Er ist ein feiner, liebenswerter Hund. Bei dir wüsste ich ihn in guten Händen. In der Schmiede hatten wir nie einen Hund. Wir brauchten keinen. Komm schon. Er hat niemanden. Da müssen wir erst drüber nachdenken, weil ich möchte ja die Quest eigentlich noch starten. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Oh Gott, jetzt muss ich mich tatsächlich entscheiden. Ja, dann nehmen wir ihn halt. Was passiert, wenn ich ihn nicht nehme? Dann startet wahrscheinlich die Quest erst recht nicht. Na schön, ich nehme ihn. Er wird mich unterwegs bei Laune halten. Hab Dank, Heinrich. Gern geschehen. Na los, geh zu ihm. Ja. Er treibt sich irgendwo hier herum. Na, für Theresa tun wir doch alles, aber ich frage mich jetzt trotzdem, kann ich jetzt die Quest doch noch starten? Ja, okay, dann würde ich sagen, wir starten das. Jetzt haben wir halt das Hundchen schon, aber okay. Wie ist es dir eigentlich in Scarlett ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Ja. Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du, oh ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, vor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Okay, und jetzt? Im Körper einer Frau? Wohl tatsächlich. An, die Arbeit ruft. Ich muss Spitzer und die Hühner füttern, das Unkraut jäten. Ich erledige das besser, nein, bevor Vater aufsteht. Echt jetzt? Nein! Unkraut jäten! Ah! Ja, jetzt fehlt so noch, dass noch jemand mit uns Würfelmehl. Und dann, ja. Du hast den Deckmühle. Kennen wir schon. Oh Gott, also Unkraut jäten und so weiter. Ich weiß, dass das DLC nicht sehr kämpferisch ist. Das heißt, die Theresa, die ist natürlich im Zweikampf nicht direkt geschult. Sie kann das auch nicht wirklich. Was sie kann, ist mit Pfeil und Bogen schießen. Und ich glaube, sie kann sich eben auch verbal relativ gut verteidigen. Gut, jetzt wie, was, wo?
Wir schauen mal hier hinten. Was müssen wir alles machen? Hier schläft einer. Okay. Sollen wir den wecken? Ne, den Bischek lassen wir schlafen. Hier haben wir Hühner. Kann ich hier was machen? Öffnen. Aha. Eier und Co. Ich weiß gar nicht, müssen wir die rausnehmen? Ich muss doch, glaube ich, mal kurz gucken. Nicht hier, sondern hier war das. Genau. Und dann bei Kollege Questlock. Jäte das Unkraut, hol das Hühnerfutter. Okay. Optional, sieh in der Vorratskammer nach und füttere Spitzer. Also einen Hund füttern. Hühnerfutter holen und Unkraut jäten. In welcher Reihenfolge ist, glaube ich, relativ egal. Wo müssen wir denn jäten? Ist das hier? Glaube ja. Gut, wo haben wir hier Unkraut? Ah, das ist wie ein böser Traum, der zurückkehrt. Das hatten wir doch tatsächlich im Schloss Sasau schon, dass man da jäten musste. Und ich habe mich geschickt davor gedrückt. Na, Unkraut? Ja, man müsste noch erwischen. Genau, und das ist genau das, was beim Schloss schon blöd war mit Heinrich beim Jäten, dass jedes Mal die Animation noch kommt, weil so jätet man sich den Wolf. Naja gut, wir jäten jetzt mal. So viel kann es hoffentlich nicht sein, wobei das täuscht dann jeweils. Und man muss tatsächlich das Ganze genau treffen, sonst funktioniert es erst recht nicht. Da ist noch ein bisschen was. Das machen wir jetzt aber nicht jeden Tag hoffentlich. Sonst werde ich dann als Theresa relativ schnell flüchten. Wohin auch immer. Irgendwohin, wo es keine Gärten gibt und keine Würfler. Warum geht das nicht? Jetzt geht's wieder. So, immer wieder schön die Animation. Hier haben wir noch so ein Pflänzchen. Okay, einmal weg damit. Und wo haben wir noch? Hier vorne steht noch was im Weg. Man muss genau, jetzt kommt Hundchen noch in den Weg. Man muss irgendwie genau davor stehen, sonst funktioniert das nicht. Na komm, jetzt. Einmal schnapp und Dankeschön. Na, euch erwische ich auch noch. Nehmt es gar nicht mal, nur weil ihr nicht richtig angeschrieben seid, dass ich euch nicht trotzdem ausreiße. So, hier nochmal. Und dann haben wir es, glaube ich, schon. Oder freue ich mich zu früh? Ich weiß es gleich. Ne, hier ist auch noch was. Zack, auch nochmal schnell wegnehmen. Und das hier hinten das gehört wahrscheinlich auch dazu. Jetzt reicht. Der Garten wieder manierlich aus. Ja, das freut mich. Gut, dann hätten wir das erste gemacht. Jetzt Hühner füttern. Oder Hühnerfutter besorgen hieß es. Da ist halt die Frage, was ist Hühnerfutter? Ich kann ja nochmal schnell gucken. Questlog, hol das Hühnerfutter. Steht ja was? Hungrige Hühner legen keine Eier, daher sollte ich sie füttern. Im Zimmer mit der Kochstelle steht am Feuer ein Sack mit Hühnerfutter. Okay, Kochstelle suchen. Wow, wie er rennt. Guck mal, der Schatten. Nicht, dass du dir noch was brichst, armes Mädchen. So. Kochnische. Hier vielleicht. Jawohl. Hier müsste irgendwo... Naja, das ist zwar nicht direkt eine Kochnische. Doch, hier hinten. Essen. Oh, die hat natürlich auch Hunger, je nachdem. Sattheit 98. Nee, sie hat keinen Hunger. Machen wir mal auf. Hundelederknüppel. Hüdelülüt, alles mögliche, aber kein Hühnerfutter. Aha, interessant. Das ist schon die Küche mit der Kochstelle, von wegen, dass man hier irgendwie... Da ist noch eine Kiste, die kann ich aber nicht aufmachen. Hühnerfutter, da haben wir es doch. Da schnappen wir uns gleich mal. So, hol das Hühnerfutter, haben wir auch geschafft. Muss ich das noch den Hühnchen bringen, oder zählt das schon als bestanden? Mal gucken, Questlog. Blödsinn, hier oben Questlog. Das sieht man in dem Sinn nicht, ob wir das geschafft haben. Doch füttere die Hühner heißt für mich eigentlich schon, dass man die irgendwie füttern muss. Ja, jetzt steht Aufgabe abgeschlossen. Doch schnell gucken. Kann ich hier was machen? Ja, dann öffne ich das. Okay, aber... Ne, dann müssen wir da nichts mehr machen. Dann Aufgabe begonnen, füttere die Hühner. Doch, jetzt geht's doch noch los. Okay, gehen wir wieder zurück. Ein Hin und Her. Wie füttere ich die denn? Die hungrigen Hühner warten im Hof auf ihr Futter. Ach, okay, da muss ich das gar nicht da ins Häuschen reintun. Ist das überhaupt für die Hühner? Doch, da waren Eier drin. Das muss für die Hühner gewesen sein. Okay, Hühner füttern. Hier für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr, füllt eure Schnäbelchen. So, kommen die auch? Hallo, Hühnchen, Futter, hier unten, einfach nehmen. Noch mehr Futter? Nö, wollen sie nicht. Gut. Abgeschlossen. Gejätet haben wir, gefüttert haben wir. Jetzt fehlt eigentlich noch Hundchen. Was braucht Hundchen für Nahrung? Pizza ist es gewohnt, morgens etwas zum Fressen zu bekommen. Okay.
Spitzer freut sich immer ungemein, wenn man ihm ein großes Stück Fleisch zuwirft. Oh lala. Ich sollte in der Vorratskammer nachsehen, ob ich etwas für ihn finde. Ist das hier die Vorratskammer oder ist die im Haus drin? Nee, das ist ja wie so eher ein Lagerschuppen. So, sie rennt wieder und fuchtelt mit den Armen. Haben wir uns schon gewaschen? Ja, haben wir schon. Okay. Vorratskammer. Ja, das wäre dann wohl hier. Ich muss Spitzer ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Genau. Das müsste Fleisch sein. Das nehmen wir. Das wird den Müller freuen. Wobei, nee, der Müller ist ja gar nicht da. Wir sind ja in Skalitz. Hundchen? Kann ich dich füttern? Füttern? Also ich würde sagen, wir loben ihn zuerst mal. Guter Junge! So ist's recht. Okay, und dann kriegst du dein Happy. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Auswählen. Zack. Na, dann wünsche ich guten Appetit. Können wir noch was machen? Such, bleib, andere Kommando. Ne, wir beenden das Gespräch mal. Ich würde mal sagen, oh, hast du gar keinen Hunger? Köter? Ne, du bist ja nicht Köter, du bist der Spitzer. Naja gut, ich denke mal, das müssen wir jetzt eigentlich abgeschlossen haben. Sehe ich das soweit richtig? Füttere Spitzer. Nee, das Füttern hat eben nicht ganz geklappt. Aber ich weiß auch nicht, muss ich es ihm in den Rachen werfen? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Reden? Füttern. Sieh mal, was versuchen. Ich für dich habe. Ganz lecker. Okay, er freut sich. Das funktioniert schon mal. Und jetzt halt hinschmeißen. Jetzt frisst er. Ich glaube, jetzt scheint er halbwegs zufrieden zu sein. Jawohl, jetzt haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Fütter Spitzer. So, und jetzt nehmen wir Skalitz ein. Nein. Was machen wir als nächstes? Sprich mit deinem Vater. Okay, Samuel. Ich will nicht, dass du wieder der Letzte in der Mine bist. Theresa, kommst du bitte? Schon was da. Was ist nur los mit dir heute, Mädchen? So kenne ich dich gar nicht. Wir waren schon relativ fleißig. Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Der sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser tu nicht gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Okay, ist ein Faulpelz oder geh nicht zu hart? Ich würde sagen, wir dämpfen das Ganze mal ein bisschen. Ach Vater, urteile nicht so streng über ihn. Du weißt doch, dass er es nie leicht hatte. Nicht nur er, Mädchen. Das entschuldigt nicht seine Faulheit. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut. Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaub ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Cool, ich liebe Überraschungen. kannst du mir nicht gleich sagen, was es ist? Wie sind wir denn geskillt? Nicht wirklich gut. Wenn man da unten guckt, wir haben zwar 9 bei der Krone, aber ich weiß auch nicht, was der Vater hat, weil das da nicht steht. Ich würde sagen, wir lassen die Überraschung eine Überraschung sein. Tatsächlich? Jetzt bin ich neugierig, Vater. Ich mache mich an die Arbeit. Okay, also das Gesindel wecken, sozusagen. Ist die Frage, wo schläft das Gesindel? Vielleicht hier oben. Wir gehen mal schnell gucken. Also Bischek haben wir gesehen. Ja, tatsächlich. Bischek ist im Stall, den werden wir gleich wecken. Samuel, müssen wir wecken? Steh auf, Bruderherz. Samuel, steh auf. Es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ich bin schon wach. Issen haben, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr! Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr.
und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. Ja, dann klär mal. Ich finde das cool. Irgendwie, wie man so den Alltag jetzt spielt von Theresa, das ist mal was ganz anderes. Das gefällt mir tatsächlich. Und vor allem, man darf nicht vergessen, das Dorf wird dann noch überfallen. Und das sehen wir dann eben auch aus Sicht von Theresa und nicht aus Sicht von Heinrich. Und das ist sicherlich sehr interessant. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Aber jetzt sollen wir erstmal diesen Alltag hier ein bisschen genießen. Wir sollen, was sollen wir? Ach genau, Bischek sollen wir noch wecken. Bist du? Nee, nicht wirklich. Der schläft immer noch. Hallo Hühnchen. Immer noch am Futtern. Das ist er doch, der ist ja wach. Los. Vater sagt, du bist faul. Und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor. Und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Hüte deine Zunge. Hey, sprich nicht so über meinen Bruder. Denkst du wirklich, ich sehe nicht, wer sich ein Bein ausreißt und wer keinen Finger rührt? Was weißt du schon von harter Arbeit? Bist doch nur ein Gör. Ich weiß mehr über harte Arbeit als du. Mein Vater hat recht, du bist faul und trödelst immer nur herum. Dein werter Gevatter ist bestimmt nur wütend, weil er wieder beim Würfeln verloren hat. Du kannst gehen. Ich mach mich dann schon bald an die Arbeit. Und den haben wir noch in Schutz genommen. Bring Bischek dazu, sich an die Arbeit zu machen. Das hat nicht geklappt. Oh. Kann ich das nochmal versuchen? Links und rechts, Paar an der Löffel? Nee, geht nicht. Kann ich nicht mehr versuchen. So, was war noch? Die Nägel beim Schmied holen. Wir können ja nochmal schnell gucken. Dafür haben wir das Teil hier. Begib dich zur Schmiede, um die Nägel abzuholen. Moment, das ist hier oben. Haben wir ein Pferdchen? Was passiert, wenn ich pfeife? Dann kommt wahrscheinlich der Hund. Nee, wir haben kein Pferdchen. Taxi gibt's ja auch nicht. Dann müssen wir das zu Fuß erledigen. Und das können wir machen. Sie ist ja gut zu Fuß. Ach, es ist aber immer noch schön. Das ist halt schon einfach eine Grafik, die, ja, die catcht mich sozusagen. Und das schon, ja, schon beim ersten Mal spielen, schon beim ersten Mal reingucken. Ist schon eine Weile her. Definitiv. Aber. Sieh dich nur an. Du bist Spindeldürr vor lauter Not und Elend. Nee, ist nur ein Gelehrter. Ich dachte, das war wieder Bischek. So. Hat wohl noch ein bisschen geregnet in der Nacht, so wie es aussieht. Schön feucht das Ganze. Ach, ist das schön und friedlich hier. Jetzt war ich geistig, aber schon wieder ein Radteil. Moment, ich muss tatsächlich noch mal kurz gucken. Na, jetzt bin ich natürlich dran vorbeigerannt. Kann ich hier hoch und da rein? Das wird eigentlich auch funktionieren. Da können wir hoch. Wo es auch zieht und knirscht. Ich habe etwas. Ja, schau mal. Bloß nicht ablenken lassen. Ich brauche ein Heilmittel. Wäre mir neu. Ist irgendjemand krank? Brauchen wir im Moment nicht. Handeln müssen wir auch nicht. Okay, ist aber ein Händler. Dann können wir das hier außer Acht lassen. Wir gehen mal diese Nägel holen. Dann haben wir das gemacht, was wir tun sollen. Denn dann sollten wir eigentlich sehen, was es für eine Überraschung gibt. Und da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Einmal hier durchdüsen. Jetzt müsste eigentlich hier oben irgendwo dann kommen, nehme ich mal an. Hallöchen, Hallöchen, everybody. Nochmal schnell hier gucken. Ja, wir müssen auch hier lang und dann quer rüber. Ich nehme mal den Pfad, weil sonst ist wieder überall alles im Weg, wahrscheinlich. So, wenn ich hier nach vorne düse. Wir können ja mal gucken, wie gut sie zu Fuß ist. Also wenn sie jetzt hier rüber klettert. Klappt das? Jawohl, das klappt. Sauber. Wohin des Wegs? Hier einmal rüber. Das ist tatsächlich dort drin. Dann müssen wir hier wieder zurück. Ich hoffe, hier hat es nicht irgendwelche Stolper fallen oder Flüsse, reißende, tobende. So, und ja, Ausdauer hat sie halt auch, die Theresa, oder sprich eben, ja, das Gegenteil, keine Ausdauer. Deswegen wurde es jetzt schon wieder ein bisschen grau. Sind wir hier richtig? Jawohl, das sieht soweit gut aus. Da oben haben wir doch den Schmiedestein. Nichts vom Schmied zu sehen. Wo könnte er sein? Ja, finden wir gleich raus. Sprich mit dem Weib des Schmieds. Wo finden wir die? Wahrscheinlich im Haus drin. Aber auch schön. Also ist halt auch einfach angenehm, ja, gemacht. Sagen wir es mal so, wie die hier wohnen. So, wir öffnen und gucken. Des Schmiedes Frau, oh, privat. Ja, aber wenn wir mit der reden wollen, dann müssen wir ja irgendwie, die hat ja keine Klingel. So, wir werden nicht klauen, wir sind Theresa, soweit kommt's noch. Hallo? Knäfrau, hier ist gar niemand. Okay, dann ist sie woanders. Ah, da kommt sie doch. Und jetzt schimpft sie, weil wir im Haus waren. Nee. Guten Morgen. Ich soll für Vater Nägel holen.
Aber in der Schmiede ist niemand. Ja, tut mir leid. Martin musste in die Burg, um mit Herrn Ratzig zu reden. Er schmiedet nämlich ein Schwert für ihn. Oh, verstehe. Und sind die Nägel für Vater fertig? Leider hat er es wegen des Schwerts nicht rechtzeitig geschafft. Ich muss dich auf morgen vertrösten, dann sind sie fertig. Ich sag es ihm am Abend nochmal. Gut, ich komme morgen wieder. Tu das, Liebes. Ach, übrigens, die Mädchen haben nach dir gesucht. Wer denn? Bianca und Johanka. Du könntest sie auf dem Weg nach Hause besuchen. Bestimmt führt ihr etwas im Schilde. Um was ging es denn? Weiß ich nicht, aber es schien wichtig zu sein. Insofern ging es vermutlich um Jungs. Okay, ich habe genug von Jungs. Natürlich um was sonst. Wir scherzen mal ein bisschen. Daran ist doch nichts verwerflich, oder? Du warst auch einmal jung und hast mit Jungs getanzt. Ach, und jetzt bin ich eine alte Vettel? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nur gescherzt, Mädchen. Ihr jungen Hüpfer sollt ruhig das Tanzbein schwingen. Macht das Beste aus eurer Jugend. Denn ehe man sich's versieht, findet der Vater einen Ehemann und man muss sich um die Kinder kümmern. Hoffentlich nicht allzu bald. Danke fürs Bescheidsagen. Ich hole dann morgen die Nägel ab. Gern geschehen. Ach, und noch etwas, Theresa. Hast du Heinrich irgendwo gesehen? Oh. Wenn er seinem Vater mehr in der Schmiede helfen würde, wären die Nägel fertig. Ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt fuchtelt er wieder bei diesem Kampfmeister mit dem Schwert herum. Wenn er den Schmiedehammer so oft schwingen würde wie das Holzschwert, hätten wir genug Nägel. Ja, ist ja eigentlich klar. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Wer war das? Das ist die Mutter von Heinrich. Ganz klar. Und der Vater von Heinrich, der ist jetzt eben im Schloss. Das ist der Schmied. War eigentlich logisch, aber soweit habe ich tatsächlich nicht gedacht. Wir sind natürlich in der Zeit jetzt wieder vor diesem Angriff, also vor dem Beginn von Kingdom Come Deliverance. Da ist alles noch in Ordnung. Das ist die Mama von Heinrich. Gut. Wir gehen mal zu Johanka. Beziehungsweise ich muss schnell gucken. Aha, das ist da unten. Ja, wisst ihr was? Ich würde sagen, das machen wir morgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Zum nächsten Teil hier von Kingdom Come Deliverance, Woman's Lot. Macht's gut, bis dann. Tschüss.